Hallo und herzlich willkommen zu den Games World Daily News. Unsere heutigen Themen sind unter anderem PlayStation Plus. Gerade Spiele, die stehen jetzt endlich fest und es sind zwei tolle PS4-Titel am Start. Nintendo Switch Verkaufszahlen und Infos zum Release des neuen Pokémon-Rollenspiels. PlayerUnknown's Battlegrounds Entwickler kündigen erstes großes Turnier und Skins für die Gamescom an. Final Fantasy 15 Beta zum Multiplayer-DLC Gefährten startet schon in Kürze. Ja, wir starten mit PS Plus. Die Gratisspiele für die Abonnenten im August stehen fest. Sony hat das Line-Up gestern offiziell bestätigt. Ja, das Highlight dürfte das Open World Action-Adventure Just Cause 3 sein. Ja, ziemlich fetter Titel. Außerdem gibt es das Black Flag Standalone Add-on Assassin's Creed Freedom Cry für PlayStation 4 aufs Haus. Wer noch auf der PlayStation 3 spielt, der kommt in den Genuss von Super Motherload sowie Snakeball. Und alle Vita-Besitzer, zu denen ich mich jetzt auch seit geraumer Zeit zähle, dürfen sich über Downwell und Level 22 freuen. Ja. Wer es bisher verpasst hat, wie auch im vergangenen Monat, können alle Abonnenten das Spiel That's You weiterhin als kostenlosen Bonustitel herunterladen. Empfehle ich euch, lege ich ans Herz, ist sehr, sehr lustig. Die Spiele stehen alle ab dem 1. August zur Verfügung, also nächste Woche Dienstag. Bis dahin könnt ihr euch noch die Titel vom Juli kostenlos herunterladen, solltet ihr tun, denn mit dabei ist ein ganz großartiges Spiel Until Dawn und Telltale's Game of Thrones sollte man auch mal gespielt haben, obwohl ich das nicht ganz gut finde. Gerade wenn die siebte Season jetzt läuft und ziemlich spannend ist auch, da kann man sich ein bisschen drauf einstimmen mit dem Telltale-Spiel. Kommen wir zu Nintendo Switch. Nintendo hat im Rahmen einer Investorenkonferenz erstmals jetzt die offiziellen Verkaufszahlen der Nintendo Switch bekannt gegeben. 4,7 Millionen Exemplare wurden bis zum 30. Juni verkauft, mal in Relation gesehen. Die Nintendo Switch ist damit fast so beliebt wie unser aller Multiplayer-Favorite PlayerUnknown's Battlegrounds, das sich auch so fast so verkauft hat. Darüber hinaus wurden 13,6 Millionen Spiele abgesetzt. Ganz weit vorne mit dabei ist natürlich Legend of Zelda Breath of the Wild. Dicht gefolgt vom großartigen Mario Kart 8 Deluxe. Ja, Nintendo schätzt, dass bis zum Ende des Fiskaljahres 10 Millionen Konsolen verkauft werden. Besonders natürlich die Veröffentlichung von Super Mario Odyssey sollte dabei helfen. Das ist ja auch einer dieser Must-Have-Titel, wenn man so ein Ding hat. Außerdem gab es auf der Konferenz, also dieser Investorenkonferenz, neue Infos zum Pokémon-Rollenspiel für Nintendo Switch. Ja, das wird gerade im Moment entwickelt unter dem Arbeitstitel ganz kreativ Pokémon RPG for Nintendo Switch. Man weiß, was drinsteckt. Ja, erscheinen schon. Soll das Projekt dann frühestens 2018. Also alle Pokémon-Fans müssen sich noch ein bisschen gedulden. Für das kommende Jahr sind aber auch weitere First-Party-Titel geplant. Unter anderem werden die Reihen Fire Emblem, Kirby und Yoshi fortgesetzt. Ja. Wir kommen jetzt zu unseren Multiplayer-Favoriten oder zu aller Welts Multiplayer-Favoriten, nämlich PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds. In Kooperation mit der ESL hat Entwickler Bluehole ein großes Turnier für die Gamescom 2017 angekündigt. Unter dem Namen PlayerUnknown's Battlegrounds Invitational 2017 findet das Turnier passend vom 23. bis zum 26. August in Köln statt. Geladen sind insgesamt 80 PUBG-Profis aus aller Welt. Gespielt wird in den Kategorien Duo, Duo, FFP und Squad in jeweils 3 Matches. Und wer dann die höchste Gesamtpunktzahl mit nach Hause bringt, der hat gewonnen. Insgesamt gibt es $350.000 an Preisgeldern, hat die ESL da locker gemacht. Könnt ihr euch auch live anschauen, falls ihr auf der Gamescom seid, in Halle 9 in der ESL Arena wird sich das abspielen. Und parallel für alle, die vielleicht zu Hause bleiben mit dem Turnier, könnt ihr natürlich auch zu Hause im Livestream angucken, bietet Bluehole im Spiel dann auch neue Crates an, unter anderem die Survivor Crate, die Wanderer Crate und die exklusive Gamescom Invitational Crate. Ja, da findet ihr dann besondere Skins für euren Charakter. Die Kisten könnt ihr mit Ingame-Währung öffnen. Für die limitierte Gamescom-Kiste muss ein Schlüssel für $2,50 erworben werden. Mit einem Teil der Annahmen wird die Organisation des Events finanziert, der Preispool natürlich für das Turnier erhöht und auch noch etwas für den guten Zweck getan. Jo. Außerdem gibt es Hard Facts zu den Verkaufszahlen, haben wir ja gerade schon gesagt. Demnach hat sich PUBG seit dem Early Access Release im März bereits 6 Millionen Mal verkauft. 6 Millionen verkaufte Exemplare. Langsam klettert es so in die Counter-Strike-Riege. Der bisherige Player-Peak, der
lag bei 422.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Wenn das auf einem Server passiert wäre jetzt noch, dann hätte ich einen Besen gefressen. Ja, Gratulation natürlich. Toll, wie sich das Ding entwickelt hat. Tatsächlich aktuell das nächste große Ding, kann man sagen, oder das aktuelle große Ding. Tröstet so ein bisschen über das Sommerloch hinweg. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Gerade jetzt auch im Sommerloch. Dann ein sehr, sehr großes Rollenspiel ist natürlich auch Final Fantasy 15 und da gibt es jetzt erste Infos zum Multiplayer DLC Gefährten. Wie Square Enix mitteilt, findet schon in Kürze eine Beta zu den Inhalten statt. Und zwar zwischen dem 3. und 8. August 2017. Da läuft der Test auf PlayStation 4 und Xbox One. Voraussetzung für die Teilnahme ist allerdings der Besitz des Season Passes. Also ihr müsst den Season Pass schon aktiviert haben auf eurem Account. Sowie eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus oder eben Xbox Live Gold, falls ihr auf der Xbox spielt. In der Beta erstellt ihr einen eigenen Charakter, also ihr spielt keinen vorgefertigten und erfüllt dann gemeinsam mit bis zu 3 weiteren Spielern verschiedene Missionen aus dem Spiel. Wie umfangreich das im fertigen Spiel aussehen wird, das ist auch noch nicht bekannt. Und auch wann der DLC erscheint, ja. Das steht auch noch in den Sternen. Als nächster Season Pass DLC steht davor nämlich noch Episode Ignis an. Genau, das ist ja einer von den Gehilfen, die da mit dem Noctis durch die Gegend ziehen. Und Gladio hatten wir ja schon. Handlang, seinen Freunden. Sein väterlicher Freund. Wunderschön. Das war's mit den News. Jetzt blicken wir mal auf die Videos, die wir so aller Tag für euch produzieren. Unter anderem haben wir was Tolles gemacht zu Star Wars Battlefront 2. Was macht das Spiel anders als der Vorgänger? Der Lukas hat sich mal den Multiplayer-Modus angeschaut und vergleicht das aus dem kommenden Battlefront 2 mit dem Vorgänger aus dem Jahr 2015, was sich so getan hat, was es neu macht, was es besser macht vielleicht, auf was sich Star Wars Fans eben besonders freuen dürfen, das seht ihr alles in diesem Video. Das ist ja eine von deinen Faves, ne? Da hast du, glaube ich, richtig Bock drauf. Ne? Auf Battlefront auf jeden Fall. Wolfenstein The New Colossus ist auch eins von meinen Faves, da habe ich auch richtig Bock drauf. Und ja, unser Kollege Felix, der hat da den Titel ganz ausführlich zocken können von Machine Games. Wir dürfen jetzt noch nicht so viel verraten, weil da ist noch ein Embargo drauf, aber bleibt uns mal gewogen und schaut, da gibt es einiges von uns. Heute und in den nächsten Tagen. Gibt auch einen schicken neuen Trailer zu Wolfenstein, wo so ein Nazi-Offizier sich einen Erdbeermilchshake holt. Ein Regime-Offizier. Ein Regime-Offizier, stimmt. Ja. Und außerdem, es ist Donnerstag und das bedeutet Livestream-Time heute ab 15.30 Uhr, also gerade wenn dieses Video online geht, ist es schon soweit, läuft unser Stream schon. Heute spielen wir schnell Fortnite mit euch im Livestream, wenn ihr Bock drauf habt, da hinten steht es schon, unsere Version von Fortnite. Ein bisschen gucken, was das Ding so kann, mit euch zusammen zocken, vielleicht will sich der eine oder andere ja auch, will ja auch mitspielen. Geht auch alles über PlayStation 4. Können wir das gerne tun. Ich freue mich auf euch und auf eure Kommentare. Und wir sehen uns dann gleich. Ihr könnt ja das Daily noch zu Ende schauen und dann einfach rüberkommen hier zu mir im Livestream. Und jetzt ist Community Time. Ja, passend zu unserer Dark Souls Themenwoche haben wir gefragt, was ihr von den Spielen von From Software haltet. Das polarisiert ja durchaus. Geniale Meisterwerke oder eben bockschwerer Bullshit. Und ja, los geht's mit dem Nick. Der Nick Birrer schreibt, kurz und knapp gesagt, geniales Meisterwerk. Hab zwar erst vor kurzem Dark Souls 1 durchgespielt und bin dann gleich in Dark Souls 2 gesprungen. Bis jetzt bin ich so gehypt auf die Spiele, dass ich kaum erwarten kann, was From Software als nächstes raushaut. Grüße aus der Schweiz, Grüße in die Schweiz. Wir sind auch mal gespannt. From Software, es hieß ja eigentlich, dass auf der E3 was gezeigt werden soll. Ja. Vielleicht umgibt sich die Gamescom ja mit der Ankündigung von Bloodborne 2. Das vermute ich zumindest. Oder dieses fernöstlich Kampfstil. In Südamerika. Dings. Ja. Ja, genau. Stimmt, daran arbeiten sie auch. Aber das war, glaube ich, noch nicht so ganz reif. Irgendwie. Noch nicht so reif, es zu zeigen. Ne? Aber wir sind auch gespannt, da muss jetzt auch mal sich was tun. Rades schreibt, also meiner Meinung nach ist die Souls-Reihe legendär. Ich persönlich habe Dark Souls 1 und 2 mehrfach durchgespielt. Den dritten Teil habe ich leider noch nicht gespielt, steht aber auf meiner Wunschliste. Bin mir sicher, der ist mindestens genauso gut wie die ersten beiden Teile. Bloodborne hat mich allerdings nicht überzeugen können. Ein Grund war, dass man Schusswaffen mit reingenommen hat. Finde, das passt irgendwie zu den Souls-Spielen nicht und das Setting war auch nicht so meins. Ja, das kann ich nicht unterschreiben, denn ich fand das Setting von Bloodborne echt ziemlich cool. Ist ja eher so ein bisschen so diese Lovecraft-Richtung. Ja, so. Genau. Ist ein bisschen so düster. Und auch das Kampfsystem ist ja was komplett anderes. Ich habe es neulich erst zum ersten Mal gespielt, muss ich zugeben. Und ich war als alter Souls-Spieler eigentlich schon ziemlich
bin ich eigentlich schon ziemlich firm darin, würde ich mal sagen. Aber ich habe so auf den Sack gekriegt, bis ich mich dann dieses, weil du kannst nicht mehr blocken. Du hast ja nur diese Pistole zum Unterbrechen. Aber die ist auch sehr stark. Puh. Ja, es ist schon was ganz was anderes, muss man sagen. Shady Caballero schreibt, ich persönlich mag die Soulsborne-Spiele sehr gerne und finde nicht, dass sie extrem schwer sind. Vielleicht auch, weil ich generell alle Spiele auf schwer spiele. Diese Spiele haben eben mit der Vercasualisierung gebrochen, die es eine Zeit lang in fast jedem Spiel gab. Ob man sie nun mag oder nicht, eines muss man From Software zugutehalten. Erstens haben sie quasi im Alleingang ein neues Genre gegründet und zweitens wurden Spiele mit einer Herausforderung wieder salonfähig. Die haben da auf jeden Fall sehr dazu beigetragen, dass man das nicht, dass man nicht mehr sagt, oh Gott, das ist so schwer und das ist nur so nerdig, sondern ja, wenn man übt, wenn man sich reinfuchst, wenn man die Spiele versteht, dann sind die ja auch gar nicht so schwer. Herausfordernd. Das sind Herausfordernd und man muss die ganze Zeit konzentriert bleiben. Das ist es. Das ist es halt, ne? Alaric, Souls, ach ja, sagt er. Ich bin echt ein Noob, was Gaming angeht. Ich kann nix. Spiele, wenn möglich, alles auf easy durch. Doch die Souls-Spiele haben es mir angetan. Ja, sicher bockschwer, aber wenn ich draufgehe, dann, weil ich selber einen Fehler gemacht habe. Die Serie hat ein tolles Kampfsystem, tolle Musik und auch, wenn die Grafik nicht immer up-to-date war, stets tolle Eyecatcher. Als Beispiel will ich dann nur Dark Souls 2 und die Ankunft in Majula nennen. Es gibt für mich eigentlich nur einen Kritikpunkt an der Serie. Fanbase meint er natürlich, ist teilweise sehr elitär und giftig, gerade Neulingen gegenüber. Das ist nicht nur bei Dark Souls so, glaub mir. Ach so, ganz nebenbei, mein Lieblingsteil ist Demon Souls in der Reihe und zwar mit großem Abstand. Ist auch der schwerste Teil, Demon Souls. Ja. Finde ich zumindest, also der herausforderndste. Und ja, Fanbase ist halt immer so eine Sache. Man muss sich halt mit den Leuten umgeben, die einem gut tun, wie im echten Leben halt auch. Das und stimmt. Einfach auf die anderen scheißen. Ganz einfach gesagt, ja, wenn dich jemand Noob nennt, ja, dann penetriere ihn einfach. Nee, oder ignoriere ihn. Das oder ist viel besser. Ignorieren ist besser als penetrieren in diesem Fall. Ich wollte jetzt nicht das böse F-Wort sagen, deswegen. Thorsten Diebhander schreibt, ja, Pottymaus, kann mit den Spielen gar nichts anfangen. Grafik, Setting und der besondere Schwierigkeitsgrad sind schon gut, aber der Funke ist bei mir irgendwie nicht übergesprungen. Ist echt nicht jedermanns Sache. Nee. Ich habe auch so ein paar Leute im Freundeskreis, die so generell auch so alles Zocker sind irgendwie. Die sagen auch, also es turnt sie überhaupt nicht an, sie haben überhaupt keinen Bock drauf und sie verstehen den Sinn dahinter einfach nicht, dass das so gehypt wird. Kann passieren, man muss es halt mal gefühlt haben. Kann passieren. Inge Koschmider schreibt, ich hatte Dark Souls mal angespielt und war von der Atmosphäre und dem Gegnerdesign, vor allen Dingen dem der Bosse, sehr angetan, aber hab dann recht schnell rausfinden müssen, dass ich zu schnell zum Frust neige. Wutanfälle tun weder meinen Nachbarn noch meinen Möbeln gut, deswegen kommen mir Spiele dieser Art nicht mehr auf die Festplatte. Ja, da kann ich mich auch an einige Ausraster meinerseits erinnern, wo auch Dinge kaputt gegangen sind. Also keine Menschen, sondern halt nur Gegenstände, wie zum Beispiel Gamepads oder so. Ich finde so, geschafft. So beim für die Rage-Quits, da führe ich immer so Sportspiele an, FIFA, NBA und sowas. Wenn dann halt echt irgendwas passiert, ja, in der allerletzten Sekunde, also das bringt mich dann zur Weißglut. Bei Dark Souls hatte ich noch nie so einen wirklichen Ausraster irgendwie. Also vielleicht mal bei irgendeinem Bosskampf oder so, dass ich nach dem 10. Mal dann gesagt habe, so, oh Mann, aber so richtigen Frust und richtige Aggression, die bringen bei mir eigentlich eher so die Sportspiele hoch. Irgendwie. Also bei Dark Souls ist es halt so, wenn ich beim Boss sterbe, ist es nicht so schlimm, ja. Aber wenn ich dann wieder auf dem Weg zum Boss bin und dann da nochmal so 10 Viecher umhauen muss und dann einmal nicht aufpasse oder sonst was, dann werde ich halt noch, bevor ich beim zweiten Mal beim Boss war, nochmal gekillt. Dann raste ich komplett aus. Dann flippe ich komplett. Und dann sage ich so, warum kann ich nicht vom Boss speichern, ihr Arsch? It's Tactics. Prolo Gaming, der schreibt, hab noch kein einziges davon gespielt und kann somit nicht wirklich urteilen, ob es gute oder schlechte Spiele sind. Was mich bisher davon abgehalten hat, sind die Kritiken, die eher alle Richtung, das Spiel ist schon teilweise unfair und lässt den Spieler verzweifeln gehen. Ja, den Simon zumindest, wenn er auf dem Weg zum Boss stirbt. Ich habe nichts gegen höheren Schwierigkeitsgrad, aber cholerische Anfälle muss ich dabei auch nicht bekommen. Controller sind teuer und gehen so schnell kaputt, wenn man sie gegen die Wand schmeißt. Das kann ich machen. Kleiner Tipp, stell dir irgendwie so einen Sitzsack in die Ecke und prell den Controller dann da rein. Es ist wesentlich billiger. Es knallt genauso, aber der Controller geht nicht. Das ist ein guter Tipp, sollte ich mal machen. Oder in so einer Gummizelle spielen oder so.
Ja, Dark Souls, bei mir ist es übrigens so, ich muss eine Stimmung sein für die Spiele, dann finde ich die geil. Aber immer kann ich auch nicht spielen. Also ich möchte auch manchmal einfach mich berieseln lassen und so. Ist halt so casual-mäßig am Abend irgendwie ein paar Runden zocken, ist halt bei Dark Souls nicht. Da musst du wirklich dranbleiben, du musst deinen Charakter wirklich auf Vordermann bringen. Du musst Glück haben, die richtigen Waffen zu finden, die herzustellen und so weiter. Und ist schon viel Konzentration. Vielen Dank für eure Konzentration, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte hebt den Daumen. Und jetzt gleich, falls ihr es noch zeitaktuell guckt, gleich rüberwechseln zu mir. Wir spielen Fortnite. Sehen uns dann da. Bis gleich. Bringt mir Bier mit. Vielleicht. Bringt ihm Bier mit. Tschüss. Ciao.